Dieses Video zeigt, wie Sie audiometrische Tests mit dem MA42 durchführen. Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzkabel und schließen Sie Wandler und Zubehör an. Mit dem Netzschalter auf der Rückseite schalten Sie das Gerät ein. Das Display zeigt den Maiko-Startbildschirm an. Bevor Sie Messungen durchführen, sorgen Sie für eine passende Umgebung. Das MA42 sollte in einem ruhigen Raum oder einer schalldichten Kabine betrieben werden, damit Untersuchungen nicht von Außengeräuschen gestört werden. Der Patient sollte bequem sitzen. Das MA42 hat ein klares Layout und eine einheitliche Tastenanordnung über alle Tests hinweg. Die Anordnung der Funktionstasten an der Seite ermöglicht eine einfache Bedienung mit einer Hand. Die seitlichen Funktionstasten enthalten Steuerknöpfe zur Anpassung der Pegel oder für das Scrollen durch Menüs. Die Präsentiertasten präsentieren oder unterbrechen das Signal oder die Maskierung und bestätigen eine Menüauswahl. Die Speichertasten ermöglichen es, einzelne Ergebnisse und Ergebnisse ohne Antwort durch langes Drücken zu speichern. Die Plus- und Minustasten wechseln zu höheren oder niedrigeren Frequenzen bei Tontests und geben richtige oder falsche Antworten bei Sprachtests ein. Bei den LED-Tasten sorgt die sichtbare Zuweisung über die LED für eine klare Auswahl und gibt einen Überblick über die Optionen. Die Stimm-Talk- und Stimm-Monitor-Tasten ermöglichen eine schnelle Auswahl des Präsentiermodus als Unterbrecher oder Präsentator und bieten einfachen Zugang zu Talk Forward, Talk Back und Monitor. Die unteren LED-Tasten erlauben, den Wandler zu wechseln, den Signaltyp für Tontests einzustellen sowie Lock- und Track-Funktionen zu nutzen. Die Lock- und Track-Funktionen helfen bei binauralen Tests oder Maskierung. Die Funktionstasten sind übersichtlich für einen schnellen Testablauf angeordnet. Erscheint ein Pfeil neben einem Symbol, hat eine Funktionstaste zwei Optionen, Schnellauswahl und erweiterte Auswahl. Ein kurzer Tastendruck selektiert die Schnellauswahl, wohingegen ein Gedrückthalten der Taste zu einer erweiterten Auswahl führt. Die Bildschirmauswahltasten befinden sich auf der rechten Seite. Die Testauswahl wird für einen schnellen Übergang von der Tonaudiometrie zur Sprachaudiometrie verwendet. Die Menüauswahl führt Sie zum Spezialtestmenü und zum Einstellungsmenü oder öffnet die Liste der Sprachtests. Links am Bildschirm sind Datenmanagementfunktionen. Löschen startet eine neue Sitzung oder entfernt einzelne Punkte. Nutzen Sie die Druckfunktion, um Daten als PDF zu speichern oder einen Ausdruck zu erstellen. Die unteren Anzeigetasten dienen der Testnavigation. Sie erlauben, die Uhrseite und das Testsignal für jeden Kanal unabhängig einzustellen. Zusätzlich hat jeder Testbildschirm eine Testtyp-Taste, um verschiedene Testarten zu wählen, damit das richtige Ergebnis gespeichert wird. Der Bildschirm für den Tontest ist in mehrere Bereiche unterteilt. Die Ziffernanzeige gibt eine schnelle Übersicht über die Testparameter der beiden Kanäle. Frequenz, Pegel, Stimulusart und Stimulusindikator. Der Stimulusindikator leuchtet auf, wenn ein Stimulus präsentiert wird.
Wenn die Patientenantworttaste betätigt wird, erscheint der Antwortindikator über der Zahlenleiste. Die grafische Anzeige der Ergebnisse ist in der 1- oder 2-Audiogramm-Ansicht sichtbar. Die Cursor zeigen die gewählten Pegel. Das Testsignal wird durch ein Plus, das Maskierungsgeräusch durch ein Minus angezeigt. Unter dem Audiogramm werden die berechneten PTA-Werte und, falls in den Einstellungen aktiviert, Maskierungstabellen angezeigt. Die Tabellen zeigen die effektiven Maskierungspegel, wenn Maskierung durchgeführt wurde. In der Ansicht mit zwei Audiogrammen zeigt der graue Bereich den maximalen Pegel ausgewählter Wandler. Bereiten Sie den Test vor, indem Sie den jeweiligen Wandler dem Patienten aufsetzen. Wählen Sie den passenden Wandler aus. Wählen Sie entweder das Ohr für den Kanal oder das Testsignal für das zu prüfende Ohr des Patienten aus. Bei Bedarf wählen Sie das Maskierungssignal für das Gegenohr. In der Tonaudiometrie sind die Testtypen HL, MCL und UCL verfügbar. Wenn eine Lautsprecherkonfiguration auf das MA42 kalibriert ist, steht HL-Hörgerät zur Auswahl. Wählen Sie Frequenz und Pegel aus. Mit der Präsentiertaste präsentieren oder unterbrechen Sie das Signal. Wenn der Patient angibt, das Signal zu hören, speichern Sie den Wert, fahren mit der nächsten Frequenz fort oder wechseln die Ohrseite. Der Bildschirm für Sprachaudiometrie ist in verschiedene Bereiche geteilt. Die Ziffernanzeige bietet Übersicht über Testparameter beider Kanäle. Die Anzeige zeigt einen Zähler für WRS-Tests, den ausgewählten Pegel, Eingangssignal und Stimulusindikator an. Der Indikator leuchtet auf, wenn das Signal dem Patienten präsentiert wird. Unter der numerischen Leiste ist das VU-Meter zu sehen. Das VU-Meter ermöglicht, den Eingangssignalpegel zu überwachen. Die Anzeige gespeicherter Ergebnisse erscheint in einem Sprachdiagramm oder einer Tabelle. Zusätzlich zeigen die Cursor die ausgewählten Pegel. Ein Plus steht für das Eingangssignal, ein Minussymbol steht für das Maskierungsrauschen. Unter dem Diagramm oder der Tabelle werden die berechneten PTA-Werte angezeigt. Bereiten Sie den Patienten auf den Test vor, indem Sie den Wandler dem Patienten aufsetzen und dann den entsprechenden Wandler am Gerät auswählen. Wählen Sie dann das Ohr für den Kanal oder das Signal für das zu testende Ohr des Patienten und, falls nötig, das Maskierungssignal für das Gegenohr. Das MA42 hat einen Eingang für Sprachinput mit einem Mikrofon und einen Eingang für externe Audiogeräte. Sie können Sprachtests auch mit integrierten WAV-Dateien durchführen. Wählen Sie den Testtyp. In der Sprachaudiometrie sind die Testtypen SRT, WRS, MCL und UCL verfügbar. Wenn eine Lautsprecherkonfiguration mit dem MA42 kalibriert ist, sind SRT und WRS-Hörgerät wählbar. Wählen Sie nun den Pegel und präsentieren Sie das Sprachmaterial. Für WRS-Tests lässt sich der Zähler mit den Plus- und Minustasten einstellen. Speichern Sie das Ergebnis, machen Sie einen weiteren Sprachtest oder wechseln Sie das Ohr. Das MA42 bietet verschiedene Spezialtests, die über das Spezialtestmenü zugänglich sind. Einige Tests sind kostenlos, andere benötigen Lizenzen zum Freischalten. Wählen Sie die Hochfrequenzaudiometrie aus dem Spezialtestmenü.
Das Layout und die Bedienung der Hochfrequenzaudiometrie ähneln der Tonaudiometrie. Der Bildschirm zeigt für den Hochfrequenztest eine erweiterte Audiogrammansicht. Das linke Audiogramm zeigt Werte für den Standardfrequenzbereich. Das rechte Audiogramm zeigt die Werte für den Hochfrequenzbereich von 9 kHz bis 16 kHz an. Werte für das linke und rechte Ohr werden in einem Audiogramm zusammengefasst und farblich unterschieden. Rot steht für das rechte, blau für das linke Ohr. Das Testverfahren ist identisch mit dem der Tonaudiometrie. Der rein Ton- und Sprachstänger sowie das Masterhörgerät sind Testwerkzeuge im Spezialtestmenü. Das Speichern und Datenmanagement werden von diesen Testwerkzeugen nicht unterstützt. Stängerscreens sind reduzierte Reinton- oder Sprachaudiometrie-Screens mit festen Einstellungen. Der Ton- oder Spracheingang ist in beiden Kanälen als binauraler Signaltyp vorausgewählt. Die Stängerscreens zeigen vorher gemessene Ergebnisse an, um die Testdurchführung zu erleichtern. Das Master-Hörgerät ermöglicht das Einstellen verschiedener Frequenzgänge für Sprachsignale, um den Nutzen eines Hörgerätes zu zeigen. Im Rahmen der Spezialtests bietet das MA42 verschiedene überschwellige Tests an. Diese diagnostischen Tests umfassen den CISSE, KHAT, Fowler, MLB und Langenbeck-Test. Die Tests differenzieren zwischen kochlearen und retrokochlearen Hörschäden. Alle Messbildschirme sind auf die wesentlichen Funktionen beschränkt und zeigen Tonaudiometrieergebnisse des gewählten Ohres zum einfacheren Vergleich. Short Increment Sensitivity Index Test, SISI, ist ein automatischer Recruitment-Test. Stellen Sie Ohrseite, Frequenz und den erforderlichen Pegel ein. Die automatische Messung startet mit Drücken der Stimmtaste. Der Pegel des Tons wird im Test um das eingestellte Inkrement erhöht. Weisen Sie den Patienten an, den Patientenantwortschalter zu drücken, wenn ein Anstieg des Pegels gehört wird. Die Inkremente können zu Übungszwecken zwischen 5 dB und 2 dB angepasst werden. Der SISI-Test läuft automatisch mit einer dB Pegelsprüngen und wird nach 20 Sprüngen gestoppt und gespeichert. Die Ergebnisse werden unten angezeigt. Um die Messung während des Tests ohne Ergebnis zu beenden, wählen Sie Abbrechen. Der KHAT-Test ist ein automatischer Test, der die auditive Gewöhnung an einen konstanten Reinton bewertet. Stellen Sie Ohrseite, Frequenz und Pegel ein. Drücken Sie die Stimmtaste für den Teststart. Weisen Sie den Patienten an, den Antwortknopf so lange zu drücken, wie der Ton wahrgenommen wird. Wenn der Patient den Knopf loslässt, wird der Pegel in 5 dB Schritten erhöht, bis der Patient den Knopf erneut drückt. Der Test endet automatisch, wenn der Pegel um mehr als 30 dB steigt oder nach 60 Sekunden auf einem konstanten Pegel. Die Ergebnisse werden im Diagramm eingezeichnet. Zur genaueren Analyse wird die Dauer des gehörten Pegels je Pegelstufe dargestellt. Um die Messung ohne zu speichern zu stoppen, wählen Sie Abbrechen aus. Der Alternate Binaural Loudness Balance oder Fowler Test ist ein Recruitment-Test, der direkt den Lautheitsausgleich bewertet. Der Test wird bei einseitiger Hörbeeinträchtigung mit einem intraruralen Hörverlust von mindestens 30 dB verwendet. Wählen Sie Frequenz und die entsprechenden überschwelligen Pegel.
Verwenden Sie die Stimmtaste, um die seitenwechselnde Tonpräsentation zu starten. Die Dauer der Präsentation kann zwischen 500 und 1000 Millisekunden gewählt werden. Erhöhen Sie den Pegel in 5 dB Schritten, bis der Patient angibt, dass die Lautstärke in beiden Ohren gleich ist. Nutzen Sie Speichern zum Sichern der Misspunkte und wiederholen den Test, bis ein vollständiger Lautheitsausgleich erreicht ist. Um den Test zu beenden, beenden Sie die Tonpräsentation mit der Stimmtaste. Der MLB Monaural Loudness Balance Test ist ein weiterer Recruitment-Test zur Bestimmung des Lautheitsausgleichs. Der monaurale Test vergleicht die Lautstärkewahrnehmung bei hörgeschädigter und normalhörender Frequenz. Wählen Sie die Frequenzen für die jeweilige Ohrseite und die entsprechenden überschwelligen Pegel. Starten Sie die abwechselnde Präsentation der Töne mit der Stimmtaste. Die Dauer der Präsentation kann zwischen 500 und 1000 Millisekunden ausgewählt werden. Erhöhen Sie dann den Pegel in 5 dB Schritten, bis der Patient angibt, dass die Lautstärke beider Frequenzen gleich empfunden wird. Nutzen Sie Speichern zum Sichern der Misspunkte und wiederholen den Test, bis ein vollständiger Lautheitsausgleich erreicht ist. Um den Test zu beenden, beenden Sie die Tonpräsentation mit der Stimmtaste. Der Langenbeck-Test ist ein überschwelliger Test zur Bewertung der Unterscheidungsfähigkeit verschiedener Reize. Wählen Sie die Ohrseite, Frequenz und Pegel des Schmalbandrauschens. Aktivieren Sie die konstante Präsentation des Rauschens mit der Stimmtaste. Nach Einweisung des Patienten messen Sie die Tonschwelle erneut nach dem Standardverfahren, während das Rauschen gleichzeitig im selben Ohr präsentiert wird. Die maskierte Hörschwelle wird im Langenbeck-Audiogramm als zusätzliche Schwelle gespeichert. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich der maskierten Hörschwelle mit der Hörschwelle in Ruhe und erleichtert die Bewertung. Das MA42 bietet Optionen zur Erstellung von Testberichten. Daten können als PDF auf einem USB-Stick gespeichert oder direkt mit einem tragbaren Thermodrucker ausgedruckt werden. Wenn Sie das MA42 und die MicroSession-Software nutzen, werden die Ergebnisse automatisch auf den PC übertragen, um die Verwaltung der Daten zu erleichtern. Es wird empfohlen, das MA42 und das Zubehör, das direkt mit dem Patienten in Kontakt kam, zwischen den Patienten, dem üblichen Reinigungs- und Desinfektionsprozess zu unterziehen. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Zur Reinigung nutzen Sie ein leicht feuchtes Tuch mit Seifenwasser. Desinfizieren Sie Gerät und Zubehör mit Desinfektionstüchern, wischen Sie alle Oberflächen ab und lassen Sie das Desinfektionsmittel für die empfohlene Zeit einwirken. Danke fürs Zuschauen und bleiben Sie dran!